Hallo zusammen, ich begrüße euch zu Albion Online und mir ist schon ein kleines Missgeschick passiert. Das heißt Missgeschick, ich habe schon absichtlich gemacht. Und zwar war ich ja letztes Mal in der Gildenstadt und wollte zurück. Hakali Cross war meine Ausgangsposition. Das hätte aber 660 Silber gekostet und ich habe gedacht, dann fahre ich lieber dahin, wo es umsonst ist. Ja, jetzt bin ich in Brookhaven und ihr seht unten rechts auf der Karte, da wo das rote Kästchen ist, das ist Brookhaven. Und hier oben. Das ist Hakali Cross. Also unten rechts nochmal der Vergleich. Der kleine rote Punkt, wo ich bin. Das rote Kästchen da, wo ich hingehöre. Jo, da müssen wir nochmal schauen, wie wir das korrigieren. Ja, wie war Stand der Dinge? Ich werde das jetzt immer mal so ein bisschen sagen, auf Bitten hin. Ja. Und zwar bin ich relativ neu in der Gilde. Ich bin noch sehr klein, Magier. Ich versuche eine Einkommensquelle, eine Nische sozusagen mir zu erschließen. Und ich habe überlegt, ob es vielleicht das Möbelbauen sein könnte. Ergo werde ich mich jetzt erst einmal völlig auf das Holzsammeln spezialisieren. Und Moment, Tasche habe ich. Easy. Plus Stoff, also Baumwolle, Seide und so ein Scheiß, werde ich sammeln. Und damit ich mir bessere Taschen machen kann, Taschenproduzenten gibt es glaube ich auch genug. Ich werde mal schauen, was das abwirft zunächst. Und also Holz und Stoff, das ist jetzt der Rohstoff der Wahl. Zunächst. So, und dann gucken wir auch erstmal, wo wir. Ja, das ist okay, oder? Da kann ich eigentlich überall hingehen. Blau ist böse. Dann würde ich sagen, weil der Dungeon auch sehr nah an dieser Straße ist, gehe ich nach Bitternboomfern. Und da kann ich neben den Rohstoffen vielleicht noch ein bisschen Kohle farmen. Das ist ja halt einfach das, was ich machen muss im Moment. Muss ich mal ein bisschen reinkommen wieder hier. Also es geht eigentlich nur Birke und um dann möglichst schnell auf die Kastanie zu gehen. Oh, hier haben wir doch Baumwolle. Wo ist das Geräusch? Ah, ich wollte schon sagen. Ein bisschen Zeit versetzt, macht aber nichts. Bitte sei voll. Yes. Durch die Tasche steigt natürlich die Last langsamer. Ich kann mehr tragen. Ergo, die Prozentzahl oben rechts geht langsamer nach oben. Diese lila Pflanzen werde ich wahrscheinlich noch nicht sammeln können. Aber ich werde zum Spaß mal mich auf die Schlange stürzen. Mal gucken, ob das eine gute Idee ist. Ja gut, das nehme ich jetzt auch nochmal mit. Und dann ist aber gut. Jetzt weiß ich ja Bescheid. Man darf nur nichts verkommen lassen. Also, das ist so ein bisschen das neue System. Ich kann jetzt nicht in jedem Gebiet, nur weil es, sage ich mal, ein T2-Gebiet ist, alles an T2 Bäumen drin finden und pflanzen. Sondern wenn es jetzt ein Wald ist, dann finde ich da halt auch Waldsachen. Ne? Also Holz und all so ein Shit. Und wenn es Wüste oder Steppe ist, dann eben nicht. Ja, da kann es auch ein höheres T-Gebiet sein, vom Prinzip her. Aber eigentlich heißt das ja auch nichts anderes, als dass es keine T-Gebiete mehr gibt. Also ihr seht, hier die Pflanzen sind ja verschieden, brauchen auch verschiedene Voraussetzungen, damit ich die abbauen kann. Ja, Sumpfgeist. Mach den weg jetzt!
Ja, das sind auch die, die immer so rumstöhnen. Dann werde ich gleich mal wieder einen kleinen Dungeon Rush machen. Rush. Und dann auf dem Rückweg nochmal Holz einsammeln. Ich habe ja letztes Mal gesagt, es lässt sich nicht vermeiden, dass ich das onscreen mache, diese ganze Farmarbeit und den ganzen nicht so actionlastigen Teil. Das lässt sich leider im Moment nicht vermeiden. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber wenn ich jetzt was abbaue, geht doch prozentual auf jeden Fall was an die Gilde. Also ich muss das nicht noch künstlich abgeben, oder? Weil ich würde halt hier Stacks mir jetzt zurecht klöppeln und dann im Auktionshaus verticken. Gucken, ich kriege 3 Punkte tatsächlich. 3 Punkte in Holzfällergeselle. Haben wir schon, das ist ganz gut, dafür, dass nur die Hälfte der Tasche voll ist. Jetzt werden wir sehen, ob der Dungeon tatsächlich so nah am Weg ist. Oh, jetzt wird es dunkel. Oh, und ob er, ich wollte gerade sagen, und ob er unbewacht ist, aber anscheinend ist er nicht unbewacht. Oh, kommt er nicht durch? Das ist ja richtig tragisch. Toll gemacht. Na. Oh. Der ist ja gar nicht mal so schlecht. Das war jetzt nötig. Da ist doch die Frage, ist es das wert? Ob ich das gut finde, dass zum Beispiel eine Kröte immer eine Kröte ist und auch immer gleich stark. Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Also man hat natürlich einen sichtbaren Indikator, aber ich hätte auch gern mal, dass es vielleicht eine stärkere oder eine schwächere Kröte gibt, so dass man ein bisschen überrascht wird. Zumindest wenn man angreift, dass man da irgendwie so eine Art Level sieht, aber Level ist ja nicht, ne? Albion ist ja levellos. Muss mal ein bisschen meinen Kopf zur Seite wenden, nicht dass ihr euch wundert. Ich habe hier vor dem Mikro den Popschutz hängen und der versperrt mir tatsächlich ein bisschen die Sicht auf die Lebensanzeige. Oh, das ist ja dankbar. Ich muss nur mal ducken. Warum hat das nicht geklappt? Easy. Na, ich kann das im Kampf nicht, oder was?
halt nicht. 47,7. 45,9. Aha, da ist jetzt ein bisschen, war ein bisschen Unterschied. Das ist, na, ich schalte am besten erst den aus, der, naja. Was so klug war. Nein, ich muss raus aus diesem. Oh shit. Lalalala. Zum Glück resetten die recht schnell. 45,9. Aber ich glaube, es macht keinen Sinn. Das ist mit zu viel Wartezeit verbunden. Für mich, der so wenig Zeit hat. Ich mache den jetzt noch, weil ich wissen will, was der drauf hat. Und dann mache ich noch hier meine Tasche voll. Oh nein, ich depp! Doppeldepp, hab mich drauf aufgepasst. Nicht? Also, wäre ich diesem einen scheiß Zauber da ausgewichen, wäre es nicht das Problem gewesen. Das ist heftig. Der Spruch ist nicht schlecht. Wieso habe ich jetzt... Ich hatte doch gerade über 50, oder? Habe ich jetzt was verloren? Sind mir jetzt Sachen abhanden gekommen und es wird gar nicht Nacht, es ist einfach nur, weil ich zu diesem bösen Gebiet gegangen bin. Also ich sehe immer noch viele, also immer im Verhältnis, ne, zu meiner Kanalgröße, viele Leute gucken bei mir Albion, leider kommentieren noch wenig, beziehungsweise immer dieselben. Zum Beispiel habe ich rausbekommen, dass einige von euch oder dass Leute auch gerne Taschen herstellen, dass das nicht mehr so lukrativ ist wie früher, aber zu dem Möbel machen oder so eine Art Spezialgewerbe, da hat sich noch keiner zu geäußert. Was gibt es denn noch für Sachen, die man herstellen kann? Weil mit den Möbeln, das würde mich schon reizen, denn wer, ich meine, Möbel kauft nicht jeder, das stimmt, aber wenn, dann ist das in einem etwas fortgeschrittenen Stadium des Spiels, wo die Leute auch ausgeben können. Ja, die haben da ein bisschen Kohle auf der Tasche und die will ich ja haben. Von daher würde mich freuen, wenn ihr da ein paar Kommentare zu da lasst. Und ich gucke erstmal, dass ich hier so ein bisschen autark mich selbst versorge mit Taschen und... Bin ich bei 500, oh Mann. Also ich krieg mal locker 250, 300, 300 krieg ich bestimmt an Holz. Da muss ich mir mal überlegen, wie groß ich die Stackgröße mache. Oder ob ich die erstmal parke in der Kiste und dann verkaufe bei 500 oder so. Oh, oh, oh!
Oh, der hat aber. Ja gut, den schaffe ich aber. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich renne weg halt, wenn nicht, ne? Das war nicht gut. Ach, ach Quatsch, was tue ich da? Nicht den Hauch einer Chance. Hallo, lauf doch! Wie komme ich auf die Idee, dass ich das schaffe? Also mit Rolf Siller habe ich das geschafft. Und mit meinem Krieger. Alleine, aber hier. Nö. Könnte ich nicht behaupten. Mir sind auch voll viele Rohstoffe flöten gegangen. Diese Penner. Okay. Farmen und kämpfen zusammen. Zumindest riskante Kämpfe. Keine gute Idee. Ich packe jetzt nur das Holz da drin, weil ich will ja gar nicht wirklich hier bleiben. Ich will ja nur gleich was reinstellen. Und dann bin ich ja hoffentlich wieder weg. Was ist das? Gravelight Marsh. Warum nicht? Sieht ein bisschen anders aus, ne? Dieses Verlies ist kein Dungeon per se. Du betrittst eine Yellow PvP-Zone. Bist du sicher, dass du das willst? Nein. Das ist unsere nächste Aufgabe. Das machen wir in der nächsten Episode. Da wird rasiert. Und zwar werde ich da rasiert.
So, ich habe Holz gesammelt und zwar so viel, dass ich denke, der Stack ist ausreichend groß für den ersten Versuch zumindest. Und zwar teilen wir mal. Brauche ich dann mal 8, lasse ich raus. Trennen, zack. 300, Hammer. Jetzt bin ich natürlich voll. Suchen. Birkenholz. Aber ich ja schön blöd. Da wäre ich ja schön blöd. Ich verarbeite das natürlich erst, kriege ich ja Punkte für. Wo ist der Holzmann? Hier unten? Ich habe es nicht gesehen. Doch, hier ist der Holzmann. So, Birkenholzplanken. Ja, komm. Da muss ich gleich nochmal teilen, aber das macht nichts. %, ey. 6290, müssen wir mal schauen. Ah, da sind jetzt mehr Planken rausgekommen sozusagen. Und ich bin noch schwerer geworden. Also Holz zu behandeln und Sachen vom Holz wegzunehmen, wegzuhobeln und zu schneiden, macht das Holz schwerer. Ja, das müssen wir immer im Hinterkopf behalten. Ich behalte mal 54. Was? Warum? Nein. Wollt ihr mich verarschen? Jetzt reicht's. So, mein Wille geschehe. So, Birkenholz. Planken. Es sind 303 für 65. Da kann ich doch. Info. Ja. Ja, ich mache eine Verkaufsorder. Ja, klar. 300, Dauer eine Woche. Wunschpreis. Ein Silber weniger. Ich will 18.400 kriegen. Das ist das Dreifache von dem, was ich insgesamt überhaupt besitze. Ja. Oh, ja, nee, das ist ja Blödsinn. Habe ich ja schon gemacht. So. Ordern. Abschließen. Kaufen. So, das sind jetzt meine, ne? Von dir. Yes, easy. Wisst ihr was? Ich stelle den Rest auch rein. Und zwar, weil ich denke, die Menge an Birkenholzplanken ist zu gering. Die wird vielleicht niemand kaufen. Die ist aber vielleicht zu groß. Ergo verkaufe ich den Rest auch noch. Verkaufsorder. Ich mache denselben Preis. 64 sind nochmal 3.800. Eine Woche. Bestätigen. Geil. So.
Ich hoffe, ich kann das mit diesem Markt überall abrufen und ich muss jetzt hier nicht nach, wie heißt diese Stadt? Bockhaven zurück, wenn ich irgendwann weg bin. Ja? Würde mich interessieren, oder sind alle Märkte miteinander verknüpft? Weil die Kisten sind ja nicht miteinander verknüpft. Das werde ich wohl auf die harte Tour rausfinden müssen und harte Tour ist auch ein gutes Stichwort für die nächste Episode, denn dann geht es in dieses gelbe PvP-Gebiet und dieses Verlies. Das wollte ich mir mal anschauen und auf dem Weg wird natürlich weiter Holz gesammelt. Danke fürs Einschalten, lasst ein paar Kommentare da, Daumen nach oben wäre auch nicht schlecht. Wer Albion gerne schaut, kann natürlich ein Abo dalassen, würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, macht's gut. Ha.